Also jetzt mal ernsthaft, ne? Brauchen wir eigentlich mal einen anderen Screen als dieses bereit hier? Tsch, tsch, tsch. Oh, warte, ich dachte, es fliegt raus. Hi, legen wir los? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja? Ja? Okay, Pixel bereit? Dann fangen wir mal an. Wup, wup. Nein, ich mache jetzt nicht ein auf Kirmesansager. Alles gut bei euch? Ich guck schon mal, wo der Chat ist. Super Ultra! Damit meinen wir natürlich nur den Chat, der ist Super Ultra hier. Hallo Francesco. Ich lese gerade Francesco so. Völlig random. Warte mal, da steht was. Karambuli? Karambuli? Ist das richtig? Karambuli ist das erste Mal im Livestream dabei. Können wir mal alle Hallo Karambuli schreiben? Ich schreib's vor. Warte, ich schreib's vor. So. Hallo Karambuli. Hi, schön, dass du dabei bist. Ja, auch alle schon Snackerli am Start. Calimero 2 Raid. Oh, Calimero hört jetzt auf. Hat er gestreamt? Hat Calimero gestreamt? Dann hallo an alle von Calimero. Wir fangen sofort an. Calimero Raid. Ich glaube, Calimero fühlte sich dazu genötigt. Okay, wir haben schon 20:02 Uhr, ne? Aber Intro ist gleich vorbei. Alles gut, alles gut. Es ist gleich durch, dann können wir losgehen. Eine Runde geht noch. Ich denke mir jedes Mal, wir brauchen mal ein neues Intro, aber dann finde ich es doch zu geil. Das ist so doof. Hallöchen und nach der Super-Action bin ich im falschen Screen. Hi. Ich dachte, wir machen jetzt mal so ein bisschen was. So. Alle holen jetzt ihre Handys raus mit Lampe. Country Road, take me home to the place I belong. Habt ihr auch so eine Redstone-Fackel? Also, Minecraft-Fackel, hier, Minecraft-Fackel, die leuchtet, voll nice, ne? So, warte, jetzt sieht man das. Das ist mein neues Lichtschwert. So, okay, hi. Leute, es ist vorbei. Es ist vorbei, dieses Together ist vorbei. Ihr braucht nicht mehr Ukraine-Flaggen-Spam. Das ist vorbei. Ja, also, das Event ist rum. So, ich mache jetzt mal Musik an. So, schön Epidemic Sound, Gaming Intermission, das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Wie geht's Junior Lars? Dem geht's supi. Der gibt im Moment Vollgas, laufen zu lernen. Ja, also der ist, ich glaube, sobald der laufen kann, rennt der nur noch. Weißt du, der geht nicht oder so, der rennt einfach nonstop. Und hallo Bambu! Bambu täuscht seinen Geburtstag vor und will nur Geschenke. Ja, ich glaube, sobald Elias laufen kann, ist der rennt nur noch. Und hallo Doreen. Eigentlich müsstet ihr auch irgendwann hier auftauchen. Also Doreen und so weiter. Und Sascha.
Sascha Görzel kommt jetzt. So. Und Senior Lars, also meinst du mein Papa? Keine Ahnung, ich rede mit meinem Papa nicht so viel. Wir telefonieren mal so einmal im Monat oder so, das war's. Aber ich denke, dem geht's gut. Der ist in der Rente. Geht die Fackel auch aus? Ja gut, wenn der Akku leer ist, dann musst du halt laden, ne? Die hat hier so ein... Du kannst die so... Ja. Kannst die laden. Hi, wie geht's dir? Also, Leute, keine Flaggen mehr. Ist genug Flaggen. Mir geht's soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Am Samstag war der Stream so ein bisschen... so ein bisschen... War ein bisschen schwierig, ne? Das habt ihr natürlich auch mitbekommen, ne? Das Problem war eigentlich eher, ich habe mich am Samstag mit meiner Frau gefetzt. Also meine Frau wollte sich streiten mit mir und ich streite mich nicht. So. Ich bin so jemand, weißt du, es gibt so Paare, die streiten sich. Streit ist völlig normal, das gehört in jede Beziehung, jede Ehe dazu. Ne? Also es ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, bla. Aber es ist halt so, ich streite mich nicht. Ne? Wenn die irgendwie wegen irgendwas schlecht drauf ist oder so und die will sich mit mir quasi so fetzen, dann ich gehe einfach weg. Und dann dreht die noch mehr auf, weil das regt die voll auf, dass ich einfach weggehe und so. Und ja, deswegen war ich so ein bisschen, ne, so, war da ein bisschen schwierig. Ich wollte den Stream halt nicht ausfallen lassen, weil ich so ein bisschen, war. Aber gut, passiert halt, ne? So, ist nicht schlimm. So, alles gut. Ansonsten bin ich mit Mystery ein bisschen unglücklich im Moment. Das hat man auch schon gemerkt. Ich hoffe, die heutige Folge war wieder mehr Mystery. Ich bin mit Mystery ein bisschen unglücklich aus dem Grund, das wollte ich noch erzählen. Was ich auch noch erzählen wollte ist, oh, man sieht das schon gar nicht mehr, ne? Das Logo. Mann, die Taste ist schon wieder zu kalt. Das neue Merch-Logo. Jetzt habe ich nichts hier vom neuen Merch-Logo. Toll. Das Problem ist halt, Mystery ist im Moment sehr demotivierend, weil aus zwei Gründen. Erstens, genau, Abo und Like. erstens, mit jedem Mystery-Video verlieren wir hier Abonnenten. Also die ganzen Mystery-Videos, auch wenn die 30, 40, 50.000 Aufrufe haben, verlieren wir Abonnenten. Das ist ein bisschen demotivierend. Und gleichzeitig sind die halt auch von den Views her nicht so gut. So, und das ist so, mir grundsätzlich ist mir das egal. Wenn das ein Projekt ist, was 10 Folgen lang geht, 20 Folgen lang geht oder so, ne, aber Mystery soll ja theoretisch ongoing sein. Es soll ja theoretisch ein Jahr lang laufen und dann geht man quasi einfach in die nächste Season über. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig, wenn ich so überlege, okay, jedes Video verlierst du so 10 Abonnenten, ne, Wayne, 10 Abonnenten, mir doch egal. Aber wenn ich das jetzt hochrechne auf 365 Videos im Jahr, dann muss ich mir halt die Frage stellen, macht das Sinn? So. Und deswegen bin ich bei Mystery so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe da mit dem Kroke schon ein paar Mal drüber gesprochen und wir haben uns jetzt so ein bisschen was überlegt. Stefan, danke schön. Kroke und ich, wir haben uns da auch ein bisschen was überlegt. Das habt ihr in der heutigen Folge auch schon gesehen. Also hier unten, die Anzeigen, die funktionieren gar nicht, ne? Hier müsste jetzt nicht 147 da stehen? Ist dein Bruder Schachspieler? Nein. Kroko und ich haben uns auch ein bisschen was überlegt, ne? Und wir werden das jetzt auch erstmal so ein bisschen durchprobieren und dann muss ich mal so ein bisschen so ein Fazit ziehen. Und dann müssen wir weiter gucken, was wir mit Mystery weitermachen. An sich, erstmal Mystery läuft. Mystery macht Spaß. Also ihr braucht da keine Angst haben. Okay, so, das wollte ich mal so gesagt haben, damit man so eine Vorstellung hat, warum so ein paar Mystery-Videos, vielleicht so ein bisschen demotiviert waren, so ein paar Mystery-Videos vielleicht so ein bisschen, ne? Ich glaube, das Problem, was Mystery hat, ist, dass der Videotrend sich ändert. Ihr seht das so an sowas wie hier Let's Hugo, Einfach Gustav, Karawas und so weiter. Das sind ja alles verhältnismäßig neue Kanäle, die auftauchen mit neuen Konzepten und der Trend geht halt zu mehr Inhalt, abgeschlossene Projekte in einem Video. Und dafür weniger Videos. Und genau das ist Mystery nicht. Und ich glaube, das ist das Problem. Okay, was spielst du heute? Wir werden heute auf der Bedrock eine Map spielen, die heißt Arctic Survival. Ich habe die hier schon auf.
Und da geht es halt darum, dass man in der Arktis überleben muss. Also man, das, ne, dass ein Flugzeug crasht auf einem Eisplaneten und wir müssen überleben. Mystery ist super, es fehlt ein wenig Mystery 1, aber so wie heute war richtig gut. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ein bisschen schwierig, das wie Mystery 1 zu machen. Davon muss man so ein bisschen weggehen. Ich glaube, für mich war das Problem, dass wir jetzt zu viert sind, aber wir kriegen zeitlich einfach nicht alle vier unter. Und das, ich muss davon weg, dieses zu viert, weißt du? Weil das Ding ist halt einfach, ich nehme immer vormittags auf oder nachts. Und Calimero, Abiturient, so, Janus studiert, das ist so ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss weg von diesem zu viert und wieder mehr so mit dem Kroko so ein bisschen Sparring betreiben, ne? So. Ich dachte, es wäre wie das mit dem Mesa. Ja, im Prinzip ist es ja auch wie das mit dem Mesa, aber wir müssen mal gucken. Was war dein Lieblingsschulfach? Kunst, Sport, Erdkunde, Mathe, Biologie. Die fünf. Ich bin voll gerne in die Schule gegangen, ne? Deswegen. Wie ist die Server-IP? Dafür musst du in den Discord gucken. Aber an dem Server wird eh gerade gearbeitet. An dem Server wird eh gerade gearbeitet, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man gerade drauf kann. Hä? Jetzt sind es 145. Einer wird Member und es wird ein weniger? What? Bist du zufrieden mit dem neuen Logo? Ich liebe das neue Logo. Das ist so nice. Das erinnert mich voll so an... Es ist super clean. Aber es hat irgendwie sowas Mystisches, weißt du, so Umbrella Corporation mäßiges oder so. Ich finde das voll geil. Lars ist komisch. Ja, echt mal. So, fangen wir an. Haben wir genug gelabert, oder? Oder? Oder wollt ihr einen Laber-Stream? Jonas, dankeschön. Nein, das ist kein Motivationsschub, Jonas. Das ist wirklich keiner. Ich liebe es, so viele Leute wie möglich am Tag irgendwie zum Lachen zu bringen oder was beizubringen oder so. Und es ist halt schwierig, wenn es rückläufig ist. Das ist dann so, weißt du? Aber trotzdem danke, Junge. Sehr lieb von dir. Warte, neues Logo. Warte. Ich hab hier noch... Warte, ich muss einmal kurz... ich wollte es nicht anziehen, weil weiß macht fett. Diese drei L's. Voll geil. Jetzt auf www.glaslp.shop kaufen. Wenn du willst. Du musst nicht. Du kannst. Heute kein Tufi. Nö, heute kein Tufi. Ich habe diese Tasse und ich habe Kaffee reingemacht, weil das ist so eine Magic-Tasse, ne? Die wird dann weiß, wenn es heiß ist und so, aber es ist nicht mehr heiß genug. Ich habe den Kaffee zu früh gemacht. So, okay. Mach mal was mit Dr. Ben X. Nee. Was? Weiß macht fett? Hä? Ja. Wenn du weiße Sachen anziehst, siehst du gleich 10 Kilo schwerer aus. Okay. Hallo Marvel-Fan. So, wann geht's los? Zeig mal deine Tattoos. Oh, musst du mal auf Instagram gucken, da kann man die sehen. Oh. Ihr tüdelt Discord. Meine Eltern wollen nicht. Ist nicht schlimm, man muss nicht, man kann. Durch schwarz wirkst du auch nicht dünner. Hey Jonas, so fett bin ich jetzt auch nicht. Jennifer, danke schön. Auf ein Mystery mit dir und Kroko und noch mehr super Folgen wie heute. Leute, danke. Ich muss unbedingt mal so ein Spendenziel hier reinmachen, ne? So dass man mal sehen kann, was so gespendet wurde. Ich gucke immer nach dem Stream dann auf PayPal und denke mir so, was? warte, ich muss ganz kurz Discord ausmachen. Weil die Leute spammen mich jetzt voll. Die haben gemerkt so, ey, Discord bei Lars ist nicht im Streamer-Modus. So. Weißt du? Calimero hat mir zum Beispiel geschrieben. Okay. Danke, Calimero. So, Discord aus. So, Videos von Dorf. Dorf hat mega gebockt. Und ich will unbedingt noch Dorf 2 machen. Wann geht's denn los? Ja, jetzt. Jetzt. Bald eine halbe Million. Ja, gut, das ist...
Warte, wir gehen mal in-game. Ich habe wahrscheinlich wieder den falschen Screen gecaptured, ne? Wie immer. Ja. Immer dasselbe. So. Ich mach die Musik mal aus, weil ich weiß nicht, ob da gesprochen wird oder irgendwas eingesprochen ist oder so. Aber jetzt hole ich mir noch den Chat und dann können wir loslegen. Dann kann ich wenigstens ein bisschen Chat lesen. Das wird nämlich, ich glaube, dass wir da, das ist ganz gemütlich, ne? Wir werden da jetzt, glaube ich, nicht zu Tode gehetzt mit irgendwie der Boden ist Lava oder so. Und deswegen kann ich da ganz gemütlich streamen. Warte, ich sehe gerade nichts. Wo ist das da? Ah, Noeten? Dankeschön, Noeten. Vielen lieben Dank. Danke. So, und der Chat noch so. Hallo, Chat. Jetzt sehe ich den Chat wieder. Kannst du mal Lucky Block spielen? Haben wir schon in Streams gemacht. Das haben wir schon in Streams gemacht. So, pass auf, hier, genau, darum geht's. Arctic Survival, das ist relativ neu. Es ist gerade eine Bewertung, es kam, glaube ich, sogar heute raus. Und hat 490 Coins gekostet, glaube ich. Ich habe noch 4197, ich hatte mal 80.000 oder so. Hast du eine Freundin? Ich, Nina, ich bin verheiratet und bin Papa. Der wird bald ein Jahr alt. Spielst du Minecraft durch, wenn ich es schaffe? Oh, es könnte laggen. Ich sehe gerade, mein Internet spackt ein bisschen, aber gut. So, Welt erschaffen. Ein bisschen rüberrutschen. Ich sitze immer so weit rechts. Also vor meinem Monitor, bei der Kamera. Okay, wir erstellen das einfach mal und gucken mal. Ich will eh in Zukunft wieder mehr Bedrock machen, ne? Also nach Minecraft für Anfänger, / Mystery und so, kommt direkt Bedrock. Ich habe auch schon Ideen. Was macht das Tufi Sponsoring? Ah, da hat jemand den Podcast gehört. Ich habe noch nicht gefragt. Ein Podcast, besser als nackt? Müsst ihr euch geben. Super viele Infos bekommt ihr da zum Thema YouTube, Internet, Influencer und so. Du hast einfach mal so einen Flugzeugabsturz überlebt. Okay, nice. Dann laufen wir mal los. Ich weiß noch nicht. Machst du Craft Attack? Nein. Ich habe einmal mitgemacht, nie wieder. So. Echt? Wie? Hier sind, wollen die mich fressen? Seriously? Ich glaube, die wollen mich fressen, ne? Warte mal. Ich traue dem Braten hier nicht. So. Ich habe das Gefühl, die sind... Au! Hallo, halbes Herz. Was ist denn los mit denen? Warum sind die denn so fies? Ich habe denen auch gar nichts getan. War da... Das ist ein Amboss. Cool. Gut, aber hier ist nichts, ne? Habe ich echt nichts? Mal ganz. Ist ja alles Puderschnee. Ich gehe doch direkt unter. Und die Bären, die machen mich doch direkt. Ich meine, ich kann doch jetzt nicht hier die Bären mit der Faust irgendwie. Ich bin verwirrt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie. Da ist ja noch ein Bär. Warte. Was ist denn da? Ach, das ist eine Turbine, ne? Mal gucken. Okay, hier ist auch nichts. Tatsächlich bräuchte ich was zu essen. Oh, ein Kaninchen. Ich wollte sagen, es ist nicht so ein Agro-Kaninchen, oder? Oh. Bär, geh weg. Geh weg, Bär. Ich kann nicht mehr sprinten. Okay. Hier sind ganz schön viele Eisbären. Warte mal, da hinten ist irgendwas. Ich sehe da hinten was. Wir gehen mal gucken. Und wir können gleich wieder Musik anmachen. Was hältst du von Krieg? Was? Was hältst du von sinnlosen Fragen? Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Hier muss doch irgendwo was sein. Hier muss irgendwo was sein. Irgendwas. Aber im Flugzeug war ja nichts. Kannst du noch RTX reinmachen, bitte? Nee, das habe ich aber gerade nicht installiert. Also ich habe gerade kein Texturenpack dafür und so. Ich werde versuchen, das nächste Mal dran zu denken. Aber ich muss doch irgendwie... Ich müsste doch zumindest so ein Notfallkit aus dem Flugzeug mitnehmen oder so.
Ich glaube, wir müssen irgendwie hier rein, ne? Weil ich glaube, jetzt laufen wir nur um das Flugzeug rum und da ist nichts. Und wir verhungern irgendwann bald. Geh mal ins Cockpit. Ja, aber da kamen wir nicht rein. Im Flugzeug war ein Ofen. Ja, ich komme doch an den Bären nicht mehr vorbei. Ich meine, wir können es nochmal probieren. Und nochmal gucken gehen. Ich meine, zur Not sterben, wir machen es nochmal, ne? So, aber das Flugzeug sieht schon cool aus. Schon cool gebaut. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Hier sind überall Bären. Da ist ein Bär. Hallo. Was ist denn los bei euch? Warum? Oh, guck mal hier. Im Flügel. Toll. Okay. Echt jetzt? Ich spawne in einem Außenposten. Warum? Ich bin ver. Ich starte die Map nochmal neu, ne? Da kann ich auch gleich Musik anmachen und so. Das ist ein bisschen weird. Ich glaube, man soll nicht in dem Außenposten spawnen. Warte, Musik? Musik, Musik, Musik. Warte, warte, warte. So, wir waren da, glaube ich. Ist ein bisschen gechillte Mucke so, ne? Wir machen nochmal neu. Also. Okay, es gibt noch eine Etage in dem Außenposten. Ja, gut, aber das ist ja egal. Das ist ja Quatsch. Ich glaube nicht, dass man da sterben soll und dann in einem Außenposten spawnt. Bären greifen dich nicht an. Aber die haben mich gehauen. Okay. You have just survived an plane crash. So, oder plane crash. Wie auch immer. Also hier ist schon mal nix. Hier ist nix. Ihr habt gesagt, hier war irgendwo ein Ofen. Wo war denn hier ein Ofen? Wie lange soll der Stream gehen? Ja, mindestens bis 22 Uhr. Das machen wir ja immer. So, Bären greifen dich nicht an. So, wo ist denn hier ein Ofen? Also hier ist ein Amboss gewesen. Ja gut, aber kann ich eigentlich... Viertelstunde später. Da ist nur 22 Welten, ist ja gar nichts. Ja, dafür habe ich bei der Java 400 oder so. Da waren Schalker-Kisten am Spawn, ich guck gleich. Ich wollte schon immer ein Pilot werden. Lalalalalala. Piep. Wir stürzen ab, wir stürzen ab. Piep. Ja, ich weiß, ich habe einen Knall, ist okay. Ja gut, dann gehen wir nochmal gerade zurückgucken. Wegen den Schalker-Kisten. Du kannst mir erzählen, was du willst. Das sind die Bären, Mann. Ich habe die nicht angegriffen. Was war das denn gerade? Oh, hier. Ein Fernglas? Ein Kompass mit einem Fragezeichen. Oh, ihr seid ja gut. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, obwohl das eigentlich voll bunt ist. Oh, Samen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ihr seid ja gut. Aber wir müssen gerade... Die anderen haben kein Gepäck mitgenommen, oder was? Was für Flaschen, ey. Nutella mit Butter oder ohne? Am besten einfach gar kein Nutella, weil Palmöl ist Kacke. Aber wenn, dann mit Butter. Also wenn ich mal so brunchen gehe oder so, dann gönne ich auch mal Nutella und dann mit Butter. Ja, ich gehe brunchen. Ich mache sowas. Ist schlimm, ne? Okay, ich gehe jetzt hinten raus. Ich hab keinen Bock wieder an den. Warte mal, ist hier irgendwas? Nee, wieder an den Bären vorbei. Welches Monster ich am meisten. Also muss Monster sein? Weil wenn es ein Monster sein muss, dann würde ich definitiv sagen, das Biest finde ich am coolsten. Au. Egal. So, der Kompass zeigt in die. Hallo Zombie. Hey, wie cool eingeschneit bist du denn?
Das sieht ja cool aus, okay. Schalker! Ja, wir waren noch an den Schalkern. Nutella ohne Palmöl. Ja, da musst du die Schokocreme vom Milka essen. Da ist kein Palmöl drin. Aber die finde ich nicht so geil. Die finde ich nicht so geil. Und man muss natürlich dazu sagen, am Ende des Tages ist es egal, weil wenn wir jetzt alle Sonnenblumenöl anstatt Palmöl massenweise essen würden, dann hätten wir dasselbe Problem, ne? So. Am besten einfach weniger Müll konsumieren. Also weniger Lars Livestream gucken. Aber hier geht nicht, ne? Das heißt, ich müsste mich hier. Ich habe ja nicht mal Lederschuhe. Warte, hier kann ich mich wenigstens hocharbeiten. Bildqualität ist voll verschwommen. Ja, dann musst du mal die Qualität hochstellen. Das könnte helfen. Wann hast du mit YouTube angefangen? 2015. Na gut, das dauert jetzt, ne? Oder? Warte. Aber warum soll ich in diese Richtung? Oh Gott, das ist hier tief. Dreht man die Qualität höher. Also wenn du in dein Bild drückst, dann hast du eigentlich irgendwo so drei Punkte oder so. Da kannst du das höher stellen. Ist ja immer noch in die Richtung, ne? Aber bringt das was, wenn ich hier Lava auf Pulverschnee ausschütte? Hast du einen YouTube Award? Ja, der steht hinter mir im Schrank. Aber sieht gar nichts, ne? Der sagt halt so Fragezeichen, Fragezeichen in die Richtung. Ah, du hast Lava. Ja, aber was bringt mir das? Frage ich jetzt. Kann ich jetzt hier? Dann? Ach, das schmilzt alles weg. Okay. Ja, aber da müssen wir erstmal gucken. Ach du Heilige, ist das tief. Schmilzt das auch unten, also wenn es unten ist, ne? Und dann so auseinanderläuft. Schmilzt dann alles da weg? Warte, ich will mal gucken. Warum singt da jetzt so eine Tante bei Epidemic Sound? Ich... Alter. Warte. Was soll der Mist denn? Ich will kein Gesinge. Geh weg. Okay, also es brennt auf jeden Fall unten weiter. Also da, wo es langläuft, brennt es weiter, aber es fällt halt dann nicht hier runter, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Pass mal auf, ich mach mal da. Hallöchen, Pupüchen Lars. Hallöchen, netter Julie. Oder nette Julie. Aber netter steht da, okay. Ja, aber es ist nicht The Real Basti GAG, Leute. Lasst euch nicht veräppeln. The Real Basti GAG hätte ein Häkchen. Und das hat er nicht. Also ist nicht real, ist fake. Ja gut, pass auf, wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung, ne? So. So, weiter in die Richtung. So. Okay. Ja, aber das ist doch einfacher, wenn ich hier alles... Das Eis geht natürlich bis hier unten hin. Die Frage ist, soll ich mich wieder hochbuddeln oder soll ich einfach hier unten laufen? Bin mir nicht sicher. Und ganz ehrlich, wir sind schneller, wenn wir es mit der Hand abbauen, als wenn wir Lava nehmen. So, das macht doch gar keinen Sinn. Hallo Blaze Master! Hallo netter und cooler Lars. Hallo zurück. Leute.
Lasst euch doch nicht von so Namen und irgendwelchen Avataren triggern. Es sind nicht die echten. Sind nicht die echten. Deswegen gibt es ja, die ist aus dem Marketplace, die Map. Aber deswegen gibt es ja genau diesen Haken, damit man eben diesen Fake ganz einfach aufdecken kann. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ist da was? Ist da was? Da ist Erde auf jeden Fall. Wasser. Treibt. Ey, warum ist mir jetzt kalt, Mann? Ich bin im Wasser. Was ist los? Alter. Das ist ja brutal. Jetzt singt der nächste Typ. Alter, ich hasse Epidemic Sound. Epidemic Sound ist so kacke. Und ich kann nicht filtern nach Stimme und Nicht-Stimme. So, wir müssen eh weiter in die Richtung. So, der Kompass sagt noch da lang. So groß kann die Map nicht sein. Ich baue mich gleich mal hoch und nehme das Fernglas in die Hand. Mal gucken, ob wir was sehen. Okay, hier geht's eh hoch. Die Tränke. Ja, was soll ich damit? Regeneration, Heilung, Nachtsicht. Bringt mir jetzt alles nicht so viel. Oh, bin wieder draußen. Ja. Nimm Wasser, würde auch gehen. Wasser würde auch gehen. Gleich wird es erstmal dunkel. Ich wäre froh, wir hätten schon ein Bett gefunden oder so. Das. Oh, da ist eine Hütte! Yeah! Da wohnt ein Eisbär. Lars, der kleine Eisbär. War ja klar. Okay, pass auf. Jump'n'Run-Profi am Start. Das schaffe ich nicht. Alter, überhaupt nicht übertrieben tief. Uff. Stream Elements, was ist die stille Ecke? Also Stream Elements erstmal ein Bot. Ja, das ist ein Programm. So. Und die stille Ecke, da kommst du quasi hin, wenn du irgendwie Käse verzapfst, dann darfst du 5 Minuten nicht schreiben. Das ist die stille Ecke. Ich lese es nur gerade im Chat. Oh, das ist aber kein Pulverschnee mehr hier, ne? Warte. Das hier ist noch Pulverschnee, ne? Ja. Aber das hier nicht, oder? Das ist richtiger Schnee, weil das ist so krrrk. Das macht so krrrk. Hui. Hui. Oh. Nehmen wir jetzt den sicheren Weg durch die Wand. Wann kommt Evolution wieder? Ja, wir waren doch bei Evolution so ziemlich durch. Da fehlt ein Video und dann die 1.18. Das heißt, dann noch die 1.19, wenn sie kommt. Und dann sind wir ja wieder durch. Haha, oh, Lederschuhe. Lalala. Habe ich ja mal die richtige Seite aufgegraben, ne? Das ist doch schon mal was hier. Warte. Ja, da passe ich leider nicht drauf, ne? Ich muss das mal wegmachen hier. So, warte, noch ein. Bin übrigens leider in Quarantäne. Ja, das ist natürlich doof, aber gut, dass du in Quarantäne bist. So, also, doof, dass du in Quarantäne musst, aber gut, dass du... Ach, Schafe, ich dachte, hier wäre ein Eisbär. Hallo! Nice. Oh, Fisch. Und da waren die Schuhe drin, ne? Ich muss tatsächlich die 3 weißen Schafe... für ein Bett. Aber dann... Sollten wir nicht erst... Warte mal. Das... Alter. Warte. Epidemic Sound, geh nach Hause. Ganz ehrlich, mal selber Musik an. Also, und der Mist kostet irgendwie 20 Euro im Monat. Ich glaube, so passt, oder? So müsste passen. Findest du den Warden cool? Ja, mega. Mega, mega, mega. Der Warden ist mega cool. Aber sollten wir nicht erstmal hier ein bisschen anpflanzen und dann Dingens?
Weißt du, wie ich meine? So, und wenn wir dann noch ein Schaf haben, dann können wir noch eins umhauen. Meinst du hier hauen die Schafe ab oder was? Ja, könnte sein, ne? Ich mach das hier mal weg. Gibt's irgendwo die Bedrock-Guide-Welt zum Download? Leider nein, die ist kaputt gegangen. Also die wurde gelöscht ohne meines Wissens. Das war so ein bisschen doof. So. Ach, jetzt muss ich wieder Holz nehmen, ne? Ne, egal. So. Also wird's nicht mehr Sinn machen, wenn wir erstmal hier sowas anbauen? So. So, und dann brauchen wir gleich noch ein Schaf. Oder sehe ich das falsch? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Wirst du den Drachen besiegen? Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Wir müssen mal gucken. Ja, noch ein Schaf, ne? Noch ein Schaf. Noch ein Schaf ist besser. Bevor wir hier jetzt gleich nur noch ein Schaf haben. Weil wir haben ja kein Eisen. Und ich weiß nicht. Also der Kompass zeigt immer noch weiter weg, ne? Der zeigt immer noch in diese Richtung. Der sagt nicht, wir sollen hier anhalten. Sag mal, hat es gerade so gemacht. Als wäre irgendwas gedroppt. Können wir die Bude hier auch irgendwie auseinandernehmen? Hat die vielleicht einen Keller? Wir machen erstmal noch ein Schaf. Komm, wir machen mal gechillt hier. Weil wir brauchen ein bisschen... Wir haben jetzt Leder... Ihr seid so dumm, Schafe. Einer nach dem anderen. Nein, ich mache nicht bei Craft Attack 10 mit. Achso, ich habe das Weizen kaputt gemacht. Upsi. Da, ne? Nein, ich mache nicht mit bei Craft Attack. Ich werde auch nicht mehr bei Craft Attack mitmachen. Also ihr braucht das nicht fragen. Was ist dein Ziel? Ja, in der Eiswüste zu überleben. Ich vermute mal, wir können den Enderdrachen besiegen. Ich weiß es aber nicht. Wir müssen jetzt nur erstmal, weil es gerade Nacht ist, will ich gar nicht weiter wandern. Ich will gucken, dass wir noch ein Schaf zusammenbekommen, ein Bettchen und so. Müssen wir gerade warten, bis hier mal was gewachsen ist. Das dauert leider in der Bedrock dreimal so lange wie in der Java. Bisschen doof. Hallo, das ist meine erste Live-Chat-Nachricht. Hallo VR, das ist deine erste Live-Chat-Nachrichten-Antwort. Alexandra, danke. PayPal-Test. Hast du jetzt extra PayPal angelegt dafür, oder? So, wann kommt der nächste Livestream? Jeden Mittwoch, 20 Uhr. Jeden Mittwoch. Außer wir verlegen es mal auf Samstag. Das passiert aber nicht so oft. Hallo, könntest du mal hier Wasser bleiben, bitte? Was fällt dir ein? Du musst jetzt hier, musst hier feucht werden und so. Oder es wird wieder Tag, damit wir mal weiterlatschen können. Weil wir haben ja jetzt Lederstiefel. Das ist ganz gut. Ich würde nämlich gerne mal so da hoch und gucken mit dem Fernglas. Hey Lars, wann kommt die 1.19 raus? Müsste ich jetzt nachgucken. Also ich könnte jetzt im Discord nachgucken. Achso, ist noch Wasser. Da. Ist gewachsen. Oh mein Gott. Komm, werd mal wieder Tag. Oh, da ist der Mond. Guck mal. Da ist der Mond. Wir warten halt einfach drauf, dass es Tag wird oder wir noch ein Schaf kriegen. Warte, was war da? Was? Ich hab da... Da hat sich doch was bewegt. Ich hab's doch gesehen. Da. Ein Zombie. Hast du gesehen? Da war ein Zombie. Ein eingeschneiter Zombie. Wo ist er? Also so wie der typisch Deutsche so am Fenster. Ihr sollt nicht immer da in die Mülltonnen spielen. Das macht man nicht. Diese Kinder von heute nicht. Immer nur Blödsinn im Kopf und dann auch noch die Mülltonne umschmeißen. Und wer damit nachher wieder aufräumen? Typisch Deutsch am Fenster. Holzspitzhacke und Farm Stein. Ja, aber das hilft mir nicht weiter. Ich habe das Problem ist, ich will ja die Bude nicht auseinandernehmen, weißt du? Ich meine, ich könnte hier vorne zumindest sowas auseinandernehmen.
Klar. ich bin ein Türschaf. Könnte natürlich hier. Ich könnte. Pass auf, ich könnte die ganzen. Weil da ist der Zaun, ne? Also hier vorne könnte ich quasi ein bisschen Platz machen. Könnte das ersetzen. Durch. Also die Loks ersetzen durch normales Holz. Dann haben wir ein bisschen Holz. Stimmt. Hast du das Eis gewonnen? Oh nein! Bist du nicht Deutscher, Lars? Also ich. Ich sag immer, es ist vollkommen egal, was ich bin. Wir sind alle Dudes auf demselben Planeten. Und Duderin ist natürlich, ne? Schaf, könntest du bitte nicht dahin kacken, wo mein Bett hin soll? Danke. Geh mal raus hier. Geht doch mal. Ach, denen ist bestimmt nur kalt, weißt du? Die wollen auch nur ein bisschen in die Butze. Was hältst du vom Ellie? Ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, seit er da ist. Ne, beim Voting und so fand ich okay. Okay. Machst du vielleicht mal wieder Adventure Maps als Videos? Ja, auch. Auch, in Zukunft wieder geplant. Das Problem momentan ist einfach nur dieses, dass wir halt mit Mystery und Anfänger zwei Survival-Projekte laufen, gleichzeitig laufen haben. Ne? Das habe ich nicht bedacht. Ich bin ein bisschen doof. Da war ich ein bisschen doof. Warte, wir machen noch eine Tür, damit wir auf der anderen Seite raus können. So. Oder wir gehen hier raus, ne? Hier geht auch. Ich glaube, hier geht auch. Welchen Block findest du am coolsten? Ich liebe Falltüren. Ich liebe einfach Falltüren. Hä, warum ist die Wand denn hier doppelt? Woher kommst du? Also, ich bin geboren in Rheinland, in Nordrhein-Westfalen und wohne jetzt in Rheinland-Pfalz. Eigentlich bin ich ein Rheinländer, aber man muss das nicht immer raushängen, dass man aus der coolsten Gegend kommt. Also. Zuerst mal Kroko. Lars hat gesagt, er kommt aus der coolsten Gegend Deutschlands. Was? Der Bayer? So. Da ist Stein, warte mal. Oh, endlich können wir hier drüber laufen. Ich glaube, das war auch nur so gedacht, dass du einfach nur die Schuhe holst und dann kannst du weiterlaufen, weißt du? Ich glaube, so war das gedacht. Kohle! Aber erstmal müssen wir ein bisschen Stein sammeln hier. Du wohnst bei Koblenz, genau. Habe ich ja schon mal gesagt. Das kann jetzt vieles sein. Weizen ist fertig, oder? Gucken wir gleich. Wir brauchen auf jeden Fall... Ich höre da was sterben. Es stirbt doch gerade ein Lama irgendwo, oder? Ich kann damit hier so hochklettern. Ah, ja gut, ich kann hier reinlaufen und zipp, stimmt. Hier ist irgendwo der wandernde Händler. Ja, irgendwo hier drin, ne? Hallo? Ja, hier. Ah, ah. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Okay. Ich zieh mal weiter. Dankeschön. Danke für deinen tollen Content. Mach auf jeden Fall weiter so. Danke. Ja, ich muss so weitermachen. Meine Family lebt von YouTube. Aber trotzdem danke. Wir ziehen einfach mal weiter, ne, in die Richtung. Auf Pulverschnee kann auch nichts spawnen. Ne? Es würde ja direkt einsinken und sterben. Das heißt, wir sind ja eigentlich ziemlich safe. Ja, der ständige Gast, ne? Der Händler, der wandernde Händler. Der ist immer da. Immer. Ich weiß auch nicht, warum der mich so gerne hat, aber der ist immer da. So. Oh, guck mal da. Hast du es gesehen? Hast du? Da, guck mal. Uiuiui. Okay. Mal gucken, was da so ist. Ich hoffe, wir müssen nicht zurück Wolle holen, aber wahrscheinlich schon. Sonst hätte das ganze Haus da, abgesehen von den Schuhen, so keine Daseinsberechtigung. Und das wäre jetzt ein bisschen... Noch ein Haus. Wo sind die Inuits, wenn man sie mal braucht? Gehen wir gleich auf Wal fangen? Die Inuits dürfen Wale fangen, ja? Die sind die einzigen auf diesem Planeten, die das dürfen, weil die fangen einmal einen im Jahr... Und leben das ganze Jahr von diesem einen Wal. Die dürfen das.
Nicht so wie andere Länder. Bist du Schweizer? Nein. Bin schon in Bonn geboren. Aber ich finde selbst, dass ich in Bonn geboren bin und hier lebe, halte ich diese Grenzenkacke und diese Grenzen. Weißt du, wir so, ich bin Deutscher, ich bin das, ich bin jenes. Das ist alles blödsinnig. Das führt alles zu nichts. Das sorgt nur für Probleme. Da ist doch vollkommen egal, wo wir herkommt oder wer ist. Ich hab ein Bett. Dankeschön. Hast du gesehen? Ist das hier ein richtiges Dorf? Oha, warte, wir müssen die eigentlich alle. Warte. Nee, geh mal rein. Rein. Oh, danke. Ah, die gehen hier nicht unter. Okay, na egal. Ich lass den mal so zur Sicherheit eingeschlossen. Cool. Ich habe damit nicht gerechnet, hier ein Dorf zu finden, ehrlich gesagt. Hallo, Bär. Ich sag doch, die Bären hauen einen einfach. Er ist Europäer oder Erdepäer. Einfach Erdenbürger oder einfach Mensch. Reicht doch. Einfach Mensch. Weil Erdenbürger wäre auch wieder doof. Wenn wir irgendwann einen Planeten finden, wo andere Leute wohnen. Das wird nie passieren, by the way. Also das gibt es, safe, aber wir werden das nie finden. Dann wäre es halt wieder doof. Dann wäre das eine ein Erdenbewohner, das andere wäre halt ein Marsmännchen, so, weißt du? Das trennt ja wieder. Ist doch egal. Ist ja auch vollkommen egal, ob du schwarz, weiß, rosa, gelb gepunktet bist, so. So, nimm doch die Laternen mit. Wofür? Ist doch erstmal wurscht. Erstmal haben wir jetzt offensichtlich ein Dorf gefunden und in dem Dorf könnten wir uns nur ein bisschen niederbetten. Die Frage ist, wohin? Also, sollen wir hier ein Haus übernehmen einfach und das so ein bisschen schöner machen? Sollen wir uns da oben reinsetzen, dann können wir übers Dorf gucken oder was sollen wir hier machen? Hallo, Kollege! Hallo? Oh, der Gerber. Achso, hier wohnst du also. Das ist eine billige Hütte, ey. Dafür mache ich den Job aber nicht. Hausbauen? Ein Larsmännchen. Ich habe Corona. An alle die Corona haben, gute Besserung. Ey, ich habe dir nichts. Geh doch weg jetzt. Alter. Ich habe dir nichts. So. Bist du selber schuld, ja? Das bist du selber schuld, mein Freund. Ich wollte dir nichts tun, aber du hörst ja nicht auf. Vielleicht will der Händler von der YouTube-Money abgreifen. Ja, meinst du, es gibt so einen Kanal, Wandernder Händler? Und der macht immer Werbung, indem er in meinen Videos auftaucht. Na, ja, das wär auf jeden Fall geschickt. Wäre sehr clever. Welches Biom findest du am coolsten? Boah, sind eigentlich alle ganz cool. Hier waren wir schon, ne? Aber hier könnten wir zum Beispiel einziehen. Es wäre gut, wenn sich die Länder irgendwann mal alle vereinigen würden. Ja, aber das passiert leider nicht. Also guck mal, du kannst ja einfach Deutschland und Österreich mal nehmen, ne? Oder? Ja. In Österreich gibt's Tempolimit, ne? In Österreich gibt's Tempolimit. Würden die Deutschen nie machen. Der Deutsche und sein Auto muss 200 Sachen auf der 61 fahren dürfen. Ansonsten ist er nicht deutsch und nicht zufrieden. Deutsche sind einfach super nervig. Ey. Also diese deutsche Mentalität finde ich super nervig. So, aber egal. So. Du kriegst auch direkt mal. So, einfach weil dein Kollege schon kacke war. So, dankeschön. So, hier waren wir auch schon drin. Gibt es hier noch irgendwo ein Haus? Ich guck gerade nochmal, ob ich irgendein Haus übersehen habe oder so. Weil, guck mal, der Kompass geht immer noch weiter. So, das, meine Frage also. Wir machen jetzt einfach mal hierbleiben oder weiterziehen. Schreib mal, hierbleiben oder weiterziehen, weil ich weiß nicht, wie viel Erze wir finden und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie die Map so gebaut ist. Hierbleiben oder weiterziehen? Der wandernde Händler ist ein Spion, ja, das geht auch.
Weiter. Okay, ich glaube, alle wollen weiter. Ich glaube, alle wollen weiter. Oder die Mehrheit natürlich, ne? Nicht alle, aber... Was ist dein Lieblings-Minecraft-Blog? Habe ich eben beantwortet. Zuhören, du mir musst, junger Padawan. Pass auf, da machen wir gerade wenigstens ein, Warte, machen wir ein, Gehirndurchfall, ein Schwert. So, ein Steinschwert wenigstens. So. Zackidi zack. Können wir das nämlich. Steinspitzhacke mache ich dann auch nochmal zur Not. So. Dann ziehen wir weiter. Okay, der Kompass sagt noch in diese Richtung. Und dann gucken wir mal. Oder gucken wir mal, was uns da erwartet, ne? So. Gerade gelesen, ich finde deine Ansichten super, dankeschön. Ich finde, man kann eigentlich nur diese Ansicht vertreten, jede andere funktioniert ja nicht. Wenn ich sage so, jo, ich bin gegen die einen oder die anderen, dann erlaubst du ja jedem anderen auch gegen dich zu sein, so, und schon ist vorbei, weißt du, mit Spaß. Rechts von dir war noch ein Haus, ja, aber es war wieder so ein kleines, ich glaube, da wird nicht so viel sein. Bett mitnehmen. Oh, stimmt. Habe ich es nicht mitgenommen. Oh. Okay, wir müssen nochmal zurück Bett holen. Ich überpro. Dafür bin ich schon Level 2, ja? Und du? Was hast du schon geschafft? Was ist das für ein Modpack? Das ist eine Map aus dem Store. Das ist eine Bedrock-Map. Ach, so wollte ich noch fragen, fällt mir gerade ein, ne, wo wir sagen Bedrock Map. Ich habe ein Bedrock Modpack gesehen. Bedrock Modpack. Mit irgendwie 80 Mods, das flüssig läuft. Da ist alles drin, von Drachen über Pokémon, über 5000 neue Möbel, über Riesenschwerter, über... Das wollte ich auch noch machen. Ja, tut mir leid, du hast schlecht geträumt, ich wollte dich nur wecken. Du lagst so im Bett. Oh nein, nicht schon wieder Creeper, nein! Alter, was los? Ach, oh mein Gott, ich bin weg. Kannst du schön selber machen. Ich weiß nicht, wie das Modpack gerade heißt, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass es so eins gibt. So, und ich dachte mir so, da wir mal eh versucht hatten, so Mods zu patchen, also so zusammenzukriegen, könnten wir das Modpack doch mal machen, oder? Hallo Lars, grüßt du mich bitte? Ich habe jetzt in Minecraft Dungeons eine Ziege neidisch. Nein, ich hatte einen Babygast. Ich finde den viel toller. Ist auch für Konsole. Theoretisch müsste das auch für Konsole gehen. Du musst es halt nur auf die Konsole kriegen, ne? Achso, ich hätte auch vielleicht einfach mal in dem Bett schlafen können. Wie wär's denn damit, Lars? Du Dieter, ey. So, Ich hab Monster in hier. Warte. Rechts leuchtet es. Ja, aber ich will ja dahin, wo der Kompass hin zeigt. Guck mal, der Kompass zeigt ja in diese Richtung hier. Ich weiß auch nicht, wie weit der Kompass da noch hin zeigt. Wir können natürlich, warte, wenn wir gerade mal hier oben sind, können wir mal gucken. Da ist der Außenplatz. Das ist wahrscheinlich der, wo wir gespawnt sind, als wir gestorben sind. Hier noch irgendwas? Kohle! Kohle. Kohle, lalala. Kohle, tralala. Was mit dem malerischen Mikrofon? Du meinst mit Mike, dem mürrischen Mikrofon? Weil die Musik ist gerade laut, glaube ich, ne? Ich hatte noch nie Corona. Sei froh. Such nach Mineshaft. Ich weiß nicht, ob es welche gibt. Das ist ja eine Custom Map. Die ist ja von Hand gebaut worden. Das ist jetzt nicht so...
Ich will erstmal gucken, wo dieser Fragezeichen-Kompass, ob der uns wirklich zu diesem Außenposten bringt oder noch weiter. Das müssen wir mal gucken. Warte mal, wir können einfach so... Au. Das ist der Außenposten. Guck mal, der zeigt jetzt leicht nach links. Das ist der Außenposten. Hallo? Ist da wer? Ich hab mich verlaufen. Ich wollte doch eigentlich nur nach Ibiza. Und jetzt ist es so kalt. Warte. Komm ich hier ganz hoch? Ja. Warte. Ich habe keine Axt gemacht, ne? Ja, bleib draußen. Hallo? Au! Ich habe ihn gar nicht gesehen. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Was ist hier? Kraft. Mhm. Pfeile. Mhm. Bringt mir alles nichts. Alles. Kannst du alles behalten. Das hier nehme ich mit. Okay, aber... Ja, okay. Der Kompass zeigt wohl immer noch weiter. Okay. Ist so geil, wie Leute einfach denken, so, es ist Basti GAG und schreibt, ich bin dein größter Fan. Das haben die vor 15 Minuten hier in den Chat geschrieben, weißt du? So sehr sind sie dein größter Fan. Weder von Basti noch von mir. Geil. Okay, da. Ich weiß nicht, was da ist, aber wir gehen mal weiter in Richtung des Kompasses. So. Aber es müsste dieses kleine Feuerchen sein, ne? Ey, mach mal weg hier. Das zeigt jetzt nach links. Ja, das ist hier. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. Na gut. Was? 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 Ich dachte, Survival im Eis. Was ist das denn hier? Was sind das denn für Spinnen, sag mal? Die sehen aus wie Roboterspinnen. Sag mal, machen wir jetzt hier Horizon in Minecraft oder was? Okay. Muss ich einfach in der Mitte runterbauen, weil... Okay. Ist das ein Forest? Ja, ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen weird gerade. Ich muss noch meine Axt machen. Gut, dass wir noch 3 Steine haben. Das war natürlich volle Absicht von mir, dem Pro-Minecraft-Spieler. Ja, klar, was hätte man auch sonst erwartet? Diamantbaum von Alba. Ja, stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber hier, guck mal, die kannst du mal behalten. Hier, rote Beete-Suppe will ich nicht. Rote Beete ist eklig. Danke. Ich könnte aber gerade noch Dingens machen, ne? Hier, guck mal, so ein... Nein, so und so. Ach, bleibt ja eh nicht stecken. Warte, so. Damit wir hier mal ein bisschen was sehen.
Dein Inventar ist wieder dezent voll. Ja, immer. 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 Okay, da unten sind auch noch diese Dingens hier, die da. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, diese Frozen Dudes. Da unten ist ein Fass und noch ein Fass. So, wir könnten theoretisch, könnten wir runterkrabbeln und sofort einbauen. Wäre halt eine Option. Oder? Nee. Das sind Bienen! Und ganz viele Blumen und Warte mal. Ich hab gerade ein Problem. Diese zwei. Ah, okay. Ich dachte. Oh Mann, ich dachte, ich könnte euch einsperren. Ja genau, schießt euch gegenseitig ab. Was ist los? Ihr macht das schon. Ihr seid da super drin. Der macht das echt gut, ne? Der knallt den weg. So, jetzt komme ich. Oh, danke. Sehr, sehr lieb von dir. Versteht das? Ist das jetzt hier meine Survival Area oder wie? Auf jeden Fall sind hier Bienen. Ey, au! Da ist ja noch so einer. Mann, Bogenschützen in der Bedrock sind so brutal. Ist unfassbar. Bring hier mal Fackeln an, ne? So. Warte. So. Ich hab, ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Da und da noch. So. Bin mal gerade. Ey, ich kann meine Musik gerade gar nicht leiser machen. Toll. Ich würde sagen, man hätte die Map doch schöner gestalten können als sowas, oder? Ich meine, man hätte das schon ein bisschen eleganter machen können als so wie hier. Also das ist halt so ein bisschen, naja. Hier so ein Akazienbaum, so ein Baum. Das ist halt wirklich hier, das ist unsere Starter-Area, ne? Oh, warte, noch ein Fass. Na klar, natürlich. Weißt du, guck mal, die spawnen schon einfach so, aber ich leg 64 Spawn-Eier rein. Klar. Ach, come on. So, hör doch auf hier zu spawnen, Mann. Ich gehe jetzt als allererstmal die Kohle holen und leuchte mal aus. Ich meine, für 490... Soll ich die Musik zu laut? Für 490 Minecoins ist die Map voll in Ordnung. Man kann sich nicht beschweren. Oh, warte, hier ist noch... Mal Eisen, Kohle... Für 490 Coins voll okay. Skelett am Aimbot? Nee. Hi, ich bin neu dabei. Hallo Axolotl. Ein sehr süßes Tier. In Minecraft. In echt habe ich noch nie einen Axolotl gesehen. War was? Ich muss weiter abbauen. Tut mir leid, ich habe da keine Zeit für die Nachbarn.
Schmeiß mal die Suppe hier weg. Ach man, diese Suppen. Also ich wusste nicht, dass man so schnell... Was? Wie viel Euro sind 420? 490 Coins. Ich glaube 499 waren das. Ich glaube 499 war die Map. Ich bin mir nicht sicher. Da liegt Eisen rum. Ja. Ganz ruhig. Eins am anderen. Ich wollte nur gerade ein bisschen Chat lesen. Ich finde, das gehört immer dazu. Ich weiß, viele machen das nicht. Ich habe eben gesehen, Dr. Disrespect is live. Ist ja so einer der erfolgreichsten Streamer der Welt, ne? Und so ein bisschen Lady Gaga des Streamen, Dr. Disrespect. Und da sind einfach 20.000 Leute gewesen und der Chat ist nur für Mitglieder. Und weißt du, der liest überhaupt nicht den Chat, der reagiert überhaupt nicht drauf, so null, gar nicht. Ich denke mir so, warum chattet man da? Ich verstehe es nicht, aber ist egal. Ich muss es nicht verstehen, ist ja nicht mein Chat, so gucke ich ja auch nicht. Keiner ist der echte Basti hier. Macht jetzt alle Fake-Accounts. Na, ihr seid ja Helden. So, naja, die Kohle reicht erstmal, um alles auszuleuchten, ne? Wir holen gleich den Rest. Wenn wir dann Eisensachen haben und so. Blub, blub. Also, guck mal, wenn man schon so eine unterirdische Super-Survival-Base macht, hätte man auch wenigstens Eisentüren reinmachen können. Solche Noobs, ey. Da mach ich ja die Map sogar besser, ey. Mit meiner Oma. Ich habe gerade die Stöcke weggeschmissen. So. Blub. Edmund, kannst du die Basti-GAGs blocken? Ihr könnt das auch selber, glaube ich, ne? Das ist eh so ein Tipp, jetzt unabhängig davon, ob ich euch das jetzt rate. Versucht immer erstmal Leute selber zu muten. Weil das ist immer einfacher für alle. Also, Mods können nicht wissen, wen du gerne gemutet haben möchtest, wen nicht und so weiter und so fort. Und wenn du selber entscheiden kannst, wer gerade reden kann und wer nicht, dann ist das immer eine super Erleichterung für alle. Wo ist der jetzt gerade gespawnt, sag mal? Ganz ehrlich, wo ist der gerade in dem Moment gespawnt? Ich bin da drüber gehüpft, da war da noch keiner. Aber gut. Wie kann man Mystery nicht mögen? Naja, ist halt eine Frage von Geschmack, ne? Jeder mag was anderes. Wurdest du in einem Livestream schon mal krass beleidigt? Och, ja, klar. Klar, das ist normal. Aber das ist so auch unter Videos und so. Es hat lange gedauert, bis ich so viele Leute gemutet und geblockt hatte und, dass das nicht mehr so aufkam. Es hat sehr lange gedauert. Meine Blockliste ist etwa ein Drittel der Abonnentenzahl. Also circa 150.000 Accounts habe ich geblockt auf YouTube. Im Verlauf der letzten 7 Jahre. Also kannst du dir selber denken, was dabei rumkommt. So. Einen wunderschönen Abend auch an dich. Was machst du gerade? Ja, wir haben ja hier diese komische Ultimate Survival Base gefunden und ich wollte ja gerade mal so alles ausleuchten und gucken, dass hier nichts mehr spawnt und während ich alles ausleuchte, spawnt halt einfach ein Creeper in meinem Gesicht. So. Weißt du, der dachte sich so, verdient, Lars, verdient. Aber jetzt haben wir hier eigentlich, guck mal, hier könnte noch zu dunkel sein. Müsste soweit eigentlich gehen. Hier müssen wir Holz in den Boden packen. Halt nicht mehr genug Erde da. Aber da unten war noch Eisen, das haben wir mitgenommen, ne? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal. Pass auf. Denke mal, ich höre irgendwelche Monster. Ich habe schon voll die Hallos.
Opfer. Du bist hier ein Opfer. Ich gehe hier hinten raus. Geil. Alter, wie geil. Alter, hier voll Schneeopfer. Also kommt einfach so der Creeper so in Zeitlupe an. Mir ist kalt, aber ich spring dich jetzt in die Luft. Einfach Tür zu, tschüss. Wie geil. Okay, das waren schon, also das waren schon alle Minecoins wert. Wie würdest du reagieren, wenn du, also wenn ich du schreiben würdest? Gar nicht, würdest einfach blocken sofort. Du würdest hier nie wieder was schreiben. Es gibt immer so ein Level, ne? Man kann ja Späße machen, man kann auch Witze machen und so, alles okay. Aber es gibt so ein Level, das sollte Mama dir beigebracht haben. Hat Mama dir das nicht beigebracht, dann geht's halt an deine Mutti, du wirst dafür leiden. So ganz einfach. Was wollte ich eigentlich ursprünglich holen? Ich bin gerade verwirrt. Ich wollte Steine auch holen, ja, für den Ofen, genau. Tada. So. Ich laber zu viel und mache zu wenig. Das war die Rache für die Creeper Farm. Ja, zumindest die versuchte. Das zeigt doch, dass die Creeper das mit Leidenschaft machen. Oder sie sind wirklich so einsam, dass sie bis auf Teufel komm raus versuchen, umarmt zu werden. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, also ich habe heute mich auch für diese Map entschieden, weil ich dachte, vielleicht kann man daraus ein Projekt machen. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich finde die Map so ein bisschen weird. Weißt du, so ein bisschen merkwürdig. Ist der noch hier? Der war ja hier. Ja, ach so, der ist ja gestorben. Hallo, selbst der Enderman hat Schnee auf dem Kopf, das ist ja cool. Wir haben ja alle Schnee auf dem Kopf, obwohl wir unter der Erde sind. Ich weiß nicht wie, aber hey. Ja. Dann machen wir erstmal Werkbänkchen. Das haben wir ja, ne? Schups. Dann machen wir jetzt ein Öfchen. Oder gleich zwei, das geht auch. Schups. Guten Abend. Ich weiß nicht, wo die ganzen guten Abendmenschen heute herkommen, aber ihr seid alle herzlich willkommen. So, dann können wir jetzt hier schon mal das Eisen reinknallen. So, zack. Zwei Kohle reichen dafür. Wir können erstmal Kisten machen und den ganzen Müll wegpacken hier. Braucht doch kein Mensch. Wer soll das denn? So. Ich tue mal alles hier rein, was ich irgendwie nie brauche. Leinen, Tränke, bla, ne? Blumen. Die Setzlinge, maybe können wir die können wir ja auch wieder rausholen, ne? Das hier ist noch roh, das ist noch roh. Die Wolle tue ich mal da rein. Das. Die Kekse, weil Kekse bringen so wenig. Ich habe mal eine Frage. Wenn das Bienennest voll ist, ne? Also voll mit Honig, voll, so. Und die Biene, die zieht los und bringt neue Pollen und so mit, also quasi, ne? So. Die will also noch mehr ins schon volle Bienennest stopfen. Wie geht das? Was ist mit dem The End Kompass? Warum hat der Nightbot das geblockt? Und warum hat MS das, MS hat das geschrieben? Ja, da gehen wir hin. Da müssen wir noch hin zum Endkompass. Aber lass doch vorher wenigstens eine Grundausrüstung und so machen. Wir müssen ja jetzt nicht nackig loslaufen. Ich vermute, dass da das End ist. Also das End. Tropft eh raus, okay. Kann mich jemand für ein paar Minuten blocken? Ich muss gleich ins Bett. Hä? Das macht doch, warum? Warum sollte man nicht blocken, weil du ins Bett musst? Hä? Ich verstehe dich nicht. Du redest komisches Zeug.
So, pass auf, wir können jetzt erstmal hier, anstatt einfach verpeilt im Kreis zu rennen und nichts zu tun, können wir erstmal Bäume fällen, Setzlinge einsammeln, neue Bäume anpflanzen. Ne? Den ganzen Kladderadatsch, den man eh machen muss. Um was geht's? Ja, wir sind abgestürzt auf einem Eisplaneten und haben jetzt diese komische Base hier gefunden. Die Älteren sagen nicht spielen. Nein, das Ding ist, ich finde, dass, also man kann diese Map hier, da kann man kein Projekt draus machen. Das ist so ein bisschen zu mau irgendwie. So, ich latsche ein bisschen durch den Schnee, ich bin hier. Ich könnte eine Folge draus machen, so wie mit dem Mesa-Biom, aber ansonsten. Ich lass die Bienennester mal da, wo sie sind, ne? Wir brauchen ja nicht jede Holzsorte. Warte, da. Wie findest du von Creeper-Babys? Was findest du von Creeper-Babys? Wie bitte? Was finde ich von Creeper-Babys? Babyzähne. Windeln. So Creeper-Windeln oder so. Okay, wir müssen halt echt einfach mal bisschen Ressourcen sammeln gehen, gucken, wie das hier ist, ne? Ob das so gemacht ist, wie man das kennt. Oder nicht. Nicht spielen macht zuchtig. Ach Gott, Alter. Euer Deutsch ist heute aber auch wieder on point. Ich glaube, man soll hier lang zum Minen, weil da ist ein Eingang und Lava und weißt du, so. Ich glaube, man soll hier lang zum Minen. Habe ich noch Fackeln am Start? So. Man muss sich echt wieder an die Bedrock-Steuerung gewöhnen, die ist ein bisschen anders. Mhm. Okay, da oben ist schon mal Licht, hier ist Kohle. Ich will keine Kohle, ich will Eisen. Eine Fackel jetzt auch getan, danke. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier was Schönes finden. Das ist der Block, in dem wir jetzt wohnen. Voll übertrieben, oder? Bau die Eisenblöcke ab. Ja, ganz ruhig. Die rennen, also ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber bei mir ist noch nie ein Eisenblock davon gerannt. So. Ich habe da ein bisschen Zeit. Also die bleiben ja auch. Die fühlen sich schon wohl da, wo sie sind. Ich glaube, die finden es schlimmer, dass ich mit einer Spitzhacke auf die einhaue. Es ist so mein Block, ne? Wo wir da wohnen. Mein Block, mein Block, mein Block. Vom 1. bis zum 16. Stock. Ja. Ich habe früher ganz viel Sido gehört. Ganz viel. Ich bin so ein Sido-Kind. Aber Sido ist auch cool. Also die Texte waren immer nice. Die waren nicht so mies wie heute irgendwie. Die hatten ein bisschen mehr. Das Multiplayer, das kannst du auch im Multiplayer spielen. Das ist ja nur eine Map. Wie heißt der Block? Achso, mein Block, mein Block, mein Block. Okay, wie nennen wir den Block? Ich weiß nicht, wie wir den Block nennen. Keine Ahnung. Da oben ist noch ein bisschen Eisen. Welches Mikrofon? Shure SM7B. Also noch das große, teure. Ich mag eher Sammy Deluxe. Oh, Sammy Deluxe war auch nice, aber Sammy Deluxe war mehr so dramatisch. Also Sammy Deluxe hat immer so ganz ernste Texte in seiner Musik, ne? Wie war das denn? Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich und du und er und sie und es. Ne, so, also das war so ein bisschen
Sammy Deluxe war immer so ein bisschen dramatisch, ne? Und Sido war halt, Sido hat halt alle Rapper fertig gemacht, ohne auch nur einmal so zu sein wie die, weißt du? Weil alle so, ist auch egal, ob du so Capital Bra oder sonstiges nimmst, die sind alle immer so voll unten durch, so, die Texte sind alle immer so richtig, so, weißt du? Und Sido hat die einfach fertig gemacht, ohne auch nur einmal so zu sein. So, ja, wir spielen gerade auf der Bedrock. Danke. Danke, Creeper, sehr nett von dir. Hier war noch ein Eisen. Hm. Hey Lars, suchst du Cutter? Nö, ich kann mir momentan keinen weiteren Cutter leisten, deswegen suche ich keine Cutter. Ich hätte gerne noch einen, aber ich kann es mir nicht leisten. Und einen, der es umsonst macht, nehme ich nicht. Aha, was ist denn hier los? Ich höre da doch was. Ja. Aber ich höre eigentlich jede Musik so, ne? Also, so egal welche Musik. Mir muss immer das einzelne Lied muss mir immer gefallen. Das ist immer wichtig. Deswegen, ich höre auch. Ich höre keine Extreme. Ich höre kein Hardstyle oder Hardcore oder. Weiß ich nicht, Metal. So extrem, so Slipknot oder so, ich auch nicht. So Death Metal und so. Aber ansonsten ist egal, ob es House ist, R&B, Hip-Hop, Deutschrap, keine Ahnung, Pop, Echo, alles. Nimmst du Cutter für 1 Cent? Ich nehme nur dann einen Cutter, wenn er einen Arbeitsvertrag unterschreibt und ich auch gewisse Arbeitsrechte und Richtlinien einhalten muss, so. Weil es geht nämlich einfach darum, dass ich den Cutter auch festnageln muss auf seine Arbeit. Und nicht so, ja, weiß nicht, heute habe ich einen schlechten Tag, ich habe eine neue Freundin, bla. Das interessiert mich alles nicht. So, ich glaube, wenn man den Michael fragen würde, würde er sagen, ich bin echt ein super angenehmer Chef. Und ich glaube, einen so guten Job hatte er selten, wenn noch überhaupt nicht. Aber grundsätzlich muss natürlich die Arbeitsmoral, die muss stimmen. Weil ich lebe von YouTube und ich kann niemanden gebrauchen, der irgendwie dann sagt so, ja, ich habe eine neue Freundin und so und ich kann heute nicht und bla und Mama hat gesagt, ich habe Computerverbot. Ja, ja, toll, das hilft mir aber nicht. Weißt du, wie ich meine so? Sag mal. Alles gut bei euch da oben? Alter, diese Spinnenaugen sind schon ein bisschen gruselig. Ey, was geht? Spinni! Ich kann ihn nicht mal hauen, ne? So, kommen die wieder da raus? Aha! Welche Kamera benutzt du? Ich habe einmal eine Sony Alpha 6000. Wird aber nicht mehr hergestellt. Das ist die ihr gerade seht. Und ich habe noch eine Canon M200. Das würde ich auch empfehlen, weil das gibt es bei Canon als komplettes Set. 749 Euro oder so. Und du hast ein komplettes Kameraset für YouTube mit allem. Mit Karte zum Anschließen, mit jedem Zeug. Fand ich voll gut. Und ich brauche das ja für was anderes. Och, come on. Geh weg. Jop, ist okay. Ist okay. Ist okay, reg dich ab. Wieso macht Gaming Guides nicht bei Mystery 2 mit? Das haben wir schon so oft gesagt. Weil er einfach zu unzuverlässig ist. Wie so kostenlose Cutter halt. Weil man muss schon, auch wenn es jetzt bei Mystery 2 nicht so viele Termine sind, wo wir alle zu 14 oder sonstiges, ne, muss man schon verantwortungsbewusst sein. Und das war Gaming Guides halt in Mystery 1 schon nicht gut genug, oder? Das ist so, das klingt gemein, er ist ein super lieber Typ. Ich habe ihn auch schon persönlich kennengelernt und ich mag ihn auch sehr gerne, aber das ist halt so. Ich glaube, wir haben genug Eisen, ne? Oder? 52, ja, wir haben eigentlich genug. Die Decke sieht so weird aus irgendwie.
Warte, ich geh mal runter. Oh. Oh. Beste Wahl. €20 für einen Cutter. Ist ja süß. Also wenn ihr Videos cuttet für €20, dann seid ihr echt bekloppt, ne? Also dann macht das nicht. Dann nutzt man euch volle Pulle aus. Das ist auch alles. Und nicht so, oh, ich cutte die Videos für meinen Lieblings-YouTuber oder so. Man nutzt euch einfach de facto aus. Ja, es gab andere YouTuber, die haben das bei mir auch versucht. Meinten so, hey, baust du mir meine Maps für meine Projekte und so? Ich gebe dir. Lass uns jetzt eigentlich vom Krieg in der Ukraine und Russland. Da bist du hier völlig am falschen Platz. Oh, wir sind ja hier, um ein bisschen zu entspannen und abzuschalten und so, weißt du, und nicht um über solche Themen zu diskutieren. So gerne du das auch möchtest, tut mir leid. So, jetzt warten wir mal gerade aufs Eisen. Das heißt, jetzt kann ich mal ordentlich. Oh, ich kann mal so eine richtig schöne Chatrunde machen, ne? Leona, Stop Motion hat abonniert zuletzt. Okay. Kann es sein, dass die Decke nur aus Pulverschnee besteht? Ja, ja, und darunter, glaube ich, so eine Schicht Glas oder so, ne? Willst du bald wieder einen Server mit 100 Leuten machen? Der Server ist gerade in der Mache. Musst du mal in Discord gucken. Wie geht's euch diesen wundervollen Mittwochabend? Mir geht's gut. Wie bekommt man Minecoins? Es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder hast du irgendwo Reichweite und bekommst sie geschenkt, so wie ich. Also ich bekomme die von Microsoft, um euch das quasi alles vorstellen zu können. Oder du kaufst sie halt für echtes Geld. Als Kind ist das doch voll okay. Nein, ist es nicht. Also 20 Euro sind niemals vollkommen okay. Sofern das Kind sich jetzt aufs Geld bezieht. Du spielst Java, oder? Nee, jetzt gerade spielen wir Bedrock. Ich habe eine Frage. Welchen PC hast du, wenn ich fragen darf? Geh mal bei Hightech auf die Seite und such mal nach den Diablo. High-End PC Diablo. Guck mal da. Kann man die Map auch in der Java... Es gibt solche Maps, die du in der Java einfach downloaden kannst. Da musst du mal gucken, so auf Curse oder sonstiges. Gibt es sicherlich. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber gibt es. 20 Euro auf die Stunde. Das würde ich immer noch nicht machen, Jonas. Das würde ich immer noch nicht machen. Mal angefangen, also wenn jemand von euch sich überlegt, ne, sich selbstständig zu machen als Cutter, empfehle ich einerseits den YouTube-Kanal Barney Elo. Ist ein Cutter, der über Gefahren und bla und was muss ich wissen, was muss ich können und so weiter redet, ne. Aber wenn ihr irgendwie freiberuflich, selbstständig arbeiten wollt, dann würde ich das nicht unter 50 Euro die Stunde tun. Weil ihr müsst Krankenkasse selber bezahlen, ihr müsst alles selber bezahlen. Und ich weiß, das ist so ein Thema, das juckt keinen. Man denkt so, geil, Fuffi die Stunde. So einfach ist das nicht. Und glaub nicht, du kannst das irgendwie verstecken oder so, ne? Das Finanzamt findet dich so oder so. Du hast da keine Chance. Egal, auch wenn du erst 12 bist und ein Fuffi die Stunde machst. Was dann schon schwierig wäre mit 12, aber ja. Wie gesagt, unter 50 Euro die Stunde würde ich es nicht machen. Auch nicht, wenn es euer Lieblings-YouTuber ist oder sonstiges, macht das nicht. Das ist wirklich nur, die hauen euch nur in die Pfanne. Ja gut, das brauche ich eigentlich nicht, ne? Weil ich habe ja die Lederschuhe. Eisenspitzhacken haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch so ein bisschen Schwert. Ne? Ja, Schwert, Schild. Maybe, Schild. Auch noch schön. Also, was ich noch schön fände, wäre Pfeile, Bogen und so, ne? Aber. Schild. Ein Schild. Es gibt doch einen Community-Bedrock-Server. Bedrock-Server, glaube ich. Nee, den nicht mehr. Den hatten Kroko und ich mal testweise gemeinsam gemacht, ne? Aber wir haben ja vorletzten Stream mit 200 Leuten auf dem neuen Server gespielt.
um zu gucken, ob der Server die aushält. Und by the way, der Server hält bis zu 1000 Leute aus. Und jetzt wird daran halt rumgebaut. So, wollen wir einfach mal gucken, wo das End ist so? Ich meine, wir können einfach loslaufen. Warum soll ich hier was anpflanzen so? Ich habe Essen. Ich meine, klar, ich kann anpflanzen, würde auch Sinn machen so ein bisschen, ne? So Beerenbüsche und so. Ja, komm, ich pflanze mal was an. Damit wir auf jeden Fall mal was angepflanzt haben hier. In so einer Ecke oder so. Mann, dieses Gras. Und ja, ich hab's tatsächlich gesagt. Dieses Gras. Hast du auch mal vor, dir Zuschauerwelten anzugucken? Ach so, wie der Joe das zum Beispiel macht, ne? Nee. Ich finde das ganz, ganz langweilig. Das tut mir wirklich leid. Ihr habt bestimmt sehr, sehr schöne Welten. Und auch Welten, aus denen ich super viel selber noch lernen könnte. Aber ich finde den Content einfach super langweilig. Das ist wie so ein langweilige Reaction irgendwie. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich meine das nicht böse. Konzentrieren ein bisschen. Ja. Dann machen wir auch noch in die anderen Ecken. Weil sie jetzt alles so symmetrisch, dann machen wir gleich mit. So. Hier noch und dann gucken wir. Oh, schnell genug, okay. So, und jetzt hier drüben nochmal. Schafe! Ja, das können wir. Die Schafe könnten wir auch noch machen, aber. Hier passt nicht mehr ganz, ne? Weil hier jetzt Holz ist. Schade, schade. Aber bis hierhin müsste es gehen. Nein! Ich verfluche dich, du Hacke! Manu, warum musste das denn sein? Auf dem letzten Meter so. War doch auf dem letzten Meter, ne? Ja. Yep. Hm. Weiß ich mal, wann die 1.19 herauskommt. Ich könnte nachgucken, aber mache ich gar nicht. Mach ganz viele Schafe im End. Ja, im End. Muss ja erstmal gucken, wo das End ist. Wir müssen da ja erstmal hinlaufen, quasi. Ich meine, ein bisschen mehr Essen wäre schon cool, so. Aber eigentlich interessiert mich nur noch, wie das End so ist. Also, ob das wirklich... Einfach das End ist so, weißt du? Ja, wie, hier gibt's keine Tür raus oder was? Überall geht's raus, nur hier nicht. Jo, der Lars, der hat ja noch Türen. Mensch, Mensch, Mensch. Spiel eh. Ist aber auch nicht vorbereitet hier, ne? Ist nicht so ein Organisationsmeister wie ich. Warum ist es hier jetzt eigentlich so duster? Warte, taucht gleich auf. Da. Gesehen? Nee. Da. Alter, die Spinnen sind aber schon cool. Muss man mal sagen. Die Spinnen haben es schon drauf. Kriegt die einen Schaden da unten? Das ist voll mies. Man kann die gar nicht hauen. Guck. So, oh. Die sterben da drin halt. Okay. Die Frage ist, muss ich wieder rauf oder muss ich hier... Schnetzeln uns mal durch. Wie lange geht das Stream noch? Mindestens bis 22 Uhr. Springenden Enderdrachen mit Betten. Das soll man wahrscheinlich auch. Deswegen kriegt man 64 Schafeier, weißt du? Also Spawn-Eier für Schafe. Dann soll man das wahrscheinlich auch.
Lars, danke für dein Herz heute für meinen Kommentar. Warum auch nicht? Ist doch voll okay. Spielst du Terraria? Ich habe das mal privat gespielt, aber nicht so richtig. Also, es hat mich irgendwie nicht gepackt, ehrlich gesagt. So. Ich weiß, Terraria hat Unmengen Content und so, aber irgendwie hat es mich nicht mitgenommen. Oh. Ja, dann gehen wir doch gleich hier lang, oder? Da sparen wir uns ein bisschen Weg. Ah, es geht wieder nach oben. Ja, aber wir müssen ja eh nach unten, oder? Also glaubst du, es ist so weit weg, dass es sich lohnen würde, wieder nach oben zu gehen? Ich meine, wir können ja mal... Der Chat kann ja mal schreiben, oben, unten. Oben, unten. Grounded ist auch ein super Spiel. Habe ich mit meiner Frau gespielt. Mit meiner Frau. Ich wollte gerade Frau sagen. Oben, 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 oben. Oben. Eben. Oben. Oben, 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 oben. Okay, alle wollen oben. Okay, ich baue mich ja schon hoch, komm. Ich baue mich ja schon hoch, ist okay. So, Jona, du bist verrückt. Ich hab letztens noch nachgeguckt, du hast letzten Streamer zu 350 Euro und jetzt schon wieder 100, Alter. Du bist verrückt, Unioner. Aber vielen, vielen lieben Dank. Also ich denke mir immer so, du musst schon wissen, was du tust. Und manchmal denke ich mir, ich muss es zurückschicken, ey. Das ist viel zu viel. Aber Dankeschön. Ich verabschiede mich. Okay, tschüss, Alex. Ich werde dich vermissen. Und jetzt muss ich allein hier rumbuddeln, der arme Steve. Was ist das für eine Challenge? Ja, wir sind im Eis, also auf einem Eisplaneten abgestürzt und müssen überleben. Und wir gucken gerade, wo das End ist. Würdest du Glitches benutzen? Nee, ich finde das ganz furchtbar. Ich finde es ganz... Das ist im Moment auch... Glitches sind quasi so, ja, Fehler im Spiel, ne, so Bugs, Glitches, ne, so, und im Moment ist ja bei dem Spiel Elden Ring ist das ja voll drin, so Glitches zu nutzen, und ich verstehe das nicht, warum spiele ich dann ein Spiel, wenn ich Glitches nutze, dann kann ich auch gleich irgendwie cheaten, so. Nein, ich spiele kein Roblox. Ich finde, dass 2 Euro schon genug sind. The Ghost! Ich finde, das darf jeder für sich selber entscheiden. Du hast natürlich recht. Ich habe ja auch schon... also ich habe bei Kronk zum Beispiel, habe ich auch mal 500 Euro gespendet. Das mag im ersten Moment völlig übertrieben klingen, aber wenn ich überlege, dass ich seit 12 Jahren Gronkh gucke, seit 12 Jahren, überleg mal, für 500 Euro wäre ich 15 Mal ins Kino gekommen oder so, ja, gegen 12 Jahre kostenlosen Content. Also finde ich schon legit, ne, es kommt immer so drauf an, in welchem Verhältnis man das sieht. Aber auch 2 Euro sind voll okay. Ne? Auch gar nichts ist voll okay. Wenn ich dann einfach sage, jo, dann lass die Werbung halt laufen, das reicht. Das hilft auch schon viel, wenn du einfach die Werbung laufen lässt. So. Läuft doch ein Bagger. Hab keinen Bagger. Wieder komme ich denn da? Warte mal. So. Jetzt sind wir oben. Ey, au, au, hör auf, hör auf. Hör auf. Und hat ein neues Raft-Video. Ja, ich weiß. Ich weiß. Okay. Okay, wir kommen. End, wir kommen. Nutze gerne Mods. Eigentlich.
eigentlich, also ja, ich benutze gerne Mods, aber eigentlich ganz gezielt. Und in der Bedrock ist es schwierig. In der Java ist es eigentlich so, wenn du mal Minecraft Natur gesehen hast, dann hast du so ein Projekt gesehen, wo ich sage, okay, so finde ich Mods geil eingesetzt. Was ich überhaupt nicht mag, sind diese ganzen Technik-Mods. Diese Zauberei, Drachen und weiß ich nicht so. Das ist nicht, das finde ich dann nicht so geil. Ich finde es aber geil, wenn die Mods dazu genutzt werden, einfach so ein bisschen die Experience zu erweitern und nicht so völlig am Minecraft-Thema vorbeizuschießen. Ne? Also so, weißt du, so Technik und Wizardry und weiß ich nicht, das ist nicht unbedingt so Minecraft. So für mich. Ich habe die Frage eben schon gestellt, spielst du auf dem Zweitkanal irgendwann Horizon? Nein, werde ich nicht spielen. Weil auf dem Zweitkanal, im Übrigen, wer einen Zweitkanal sucht, wo es sich nicht um Minecraft dreht, der heißt einfach Lars. Link ist unten in der Videobeschreibung. Oder ihr könnt einfach mal Lars Vermieter eingeben oder so auf YouTube. Oder Lars Überfall oder so. Aber der Zweitkanal ist, der hat ja so als Konzept wirklich Spaß zu verbreiten, ne? Und wir haben an Dying Light schon gesehen, das funktioniert bei solchen Dingen nicht. Also, denn es werden mehr Simulatoren, Aufbaugames, irgendwelche Minigames, irgendwelche Schrottgames, irgendwelche, alles, was so Spaß bereitet. Und wo man nicht unbedingt eine schwere, starke Story verfolgen muss. Und das ist halt bei Horizon auch der Fall, ne? Das ist ja ein Klopper an Game. Kennst du Slime Rancher? Schon gespielt. Also wer den Podcast von Coco mir hört, besser als nackt im Übrigen, ne, könnt ihr mal, ist auch umsonst, könnt ihr euch einfach so geben, wird festgestellt haben, Lars kennt einfach alle Spiele. Weißt du, der Stefan Reichert kam mit einem Spiel um die Ecke, wo er dachte, das kennen Coco und ich 100 Pro nicht und ich kannte es halt einfach. Mein Lieblingsgame nach Minecraft, boah, es ist schwer. Wirklich schwer. Es gibt so viele gute Spiele. Also im Moment würde ich definitiv sagen Elden Ring. Ich habe in Elden Ring mittlerweile 44 Stunden Playtime oder so nach 2 Wochen. Also das lege ich echt nicht weg. Und meine Frau ist halt so geil, die sagt dann so, ja, ich weiß, ein neues Game und das bockt voll und so. Dann gehst du heute Abend halt zocken, so, dann machen wir halt nichts zusammen. Ich kann das verstehen, wenn ich ein neues Game habe, dann will ich das auch zocken. Danke, super Schatzi, boom, 8 Stunden Elden Ring gezockt. Ist halt einfach really so. Hä? Hä, ich bin zurück. Nur Landwirtschaftssimulator traut sich Lars nicht. Nein, das Problem ist beim Landwirtschaftssimulator, ich glaube, der ist zu realistisch. Ich habe mal 2017er oder so habe ich mal gespielt. Und das kam, das hat nicht gebockt. So, das hat einfach nicht gebockt. So. Also Landwirtschaftssimulator, weiß ich nicht. The End. Ja, ist der Kompass fürs Ende. Wer ist mit The Hunter? Ich kenne es, ich habe es aber jetzt noch nicht gespielt. Weiß ich nicht. Bubus Klötzchenbande. Sehe ich ja jetzt erst. Kannst du bitte länger als bis 22 Uhr spielen? Ja, wir gucken auf jeden Fall mal, wo es End ist, ne? Aber so langsam. Ich glaube, ich brauche gleich eine Augenpause oder so. Hirsch-Simulator wäre witzig. Ja, kenne ich. Wo der Hirsch nachher irgendwie Miniguns als Geweih hat und so. Ne? Ja, kenne ich. Ja. Ich habe mir gerade das Video von heute angesehen. Ist mega lustig. Also das mit Kroko und so. Mit dem Bus. Wirst du My Time at Sandrock, wo ich. Das muss ich jetzt tatsächlich mir mal anschauen. Also, das weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Also, tatsächlich. Wenn du sagst, anschauen, ist es wahrscheinlich noch nicht raus, ja? Muss ich mir mal. Ist das wie My Time at Portia, nur mit einem anderen Setting? Das klingt so, als wäre es vom selben Macher irgendwie.
LKW-Simulator. Schöne Stunde leisten, im Stau stehen und quatschen. Ja, habe ich auch schon überlegt, den Euro-Truck-Simulator, ne? Aber ich würde gerne so, ich würde gerne Bus fahren, so mit wirklich so, wo Leute so ein- und aussteigen und so. So, dass ich jede Haltestelle so jemanden anschreien kann oder so. Wie, du hast kein Ticket gekauft? Schwarzfahrer fahren ja nicht nur schwarz, sie werden gleich schwarz gehauen. Aber das ist einfach lustiger, wie so eine Stunde im Stau stehen. Schlafen? Ja, maybe, hier ist eh nichts los, so. In Portia wird Sandrock schon angekündigt. Ah, okay. Der Flixbus-Simulator, ja, das würde theoretisch auch gehen, aber der ist so... Ori and the Will of the Wisp und so privat gespielt. Zocken ist wirklich mein Hobby. So, also ich spiele wirklich viel. Was hältst du von Mods wie Techtopia, die Mechanik von Dörfern und Dorfbewohnern komplett verändern? Das kann gut sein. Das kann gut sein, aber ich habe es selber noch nicht gespielt. Also ich habe weder dieses Mine Colonies, Mineville, Techtopia und so, habe ich alles noch nicht gespielt. Wann kommt der nächste Mystery-Stream? Das weiß ich nicht. Mystery kommt mittwochs und samstags und erstmal Ende. Alles darüber hinaus ist Luxus. Musst du immer denken, boah, geil, Lars gönnt Luxus. So. Wie weit ist denn dieses Ende weg, sag mal? Was denn für ein Mist? Ich hätte ein Netherportal machen sollen oder so. Du willst das Bett essen, was? Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere so, Lars, warum Augenpause? Das ist ganz einfach. Ich habe hier drei Lichter volle Pulle auf mich gerichtet und ich habe heute schon 7 Stunden auf dem Bildschirm geglotzt oder so. Weißt du? Also ich bin da so irgendwann brennen deine Augen einfach weg. Ich habe auch schon so Augentropfen, die einfach so die Augen befeuchten. Weil das macht es wieder super angenehm. Dann ist dann ganz schnell wieder weg. Aber manchmal hat man so Tage, dass man so schlecht gefusselt. Ne? Wenn du dann noch so die ganze Zeit da drauf starrst, dann ist das so... Ich hoffe, es ist nicht der Außenposten, aber ich glaube nicht. Ich bin in Quarantäne und mein Freund hat am Wochenende Geburtstag. Das ist voll doof. Ja, aber Quarantäne muss sein. Muss sein. Es gibt so viele Menschen, die irgendwelche Vorerkrankungen haben, die du nicht siehst oder nicht weißt. Und am Ende des Tages... Das ist hier. Das ist ein... Was ist das? Dankeschön für die 1,99. Dankbar, danke. Was ist das? Das Haus, was ist das? Das Haus ist ein... Genau, Sandburg, ja? So. Und ich... Pass auf, ich zeig euch mal kurz was. Ja? Ne? Klar, Sandburg. Pass auf, wir gehen sofort wieder rein. Keine Sorge. Mysterious Igloo. Da liegt ein Enderdrache-Kopf drin. Mysteriöses Igloo. Really? Wow. Voll das mysteriöse Igloo. Mal gucken jetzt, was daran so mysteriös ist. So. Wahrscheinlich habe ich umsonst vorher gemeckert, aber es ist trotzdem geil. So. Ja, guck mal, eine Eisenfalte drunter. Ja.
Warte. Hallo und willkommen zu Enderdrachen Let's Play. Ich bin Enderdrache. Du kannst den Kanal abonnieren oder ich fress dich auf. Was? Hat niemand gesehen? Ich fand das jetzt gut. Ich fände das witzig, wenn einer einen Kanal macht und es echt immer so anfängt. Mit so einem Enderdrachenkopf drauf und so, hallo, ich bin Enderdrachen-LP oder so. Fände ich geil. Fände ich einfach cool. Das hätte echt was. Das wäre so ein lustiger, einzigartiger Einstieg. Echt jetzt? So, okay. Ich spiel mal Asphalt 9. Nee. Also Rennspieler sind, ja, ich hab früher mal. Damals, als ich noch jung und knackig war, da habe ich auch noch Rennspiele gespielt, nicht? Ja, heute, da ist mein Gehirn zu langsam, du. Wenn das Spiel sagt, biegen Sie bitte links ab, bin ich schon geradeaus in der Wand, nicht? Das ist heute nicht mehr so einfach wie damals. So, yeah, mach mal auf. Dann los, neues Intro. Ja, aber ich bin ja nicht Enderdrache-LP, so. Ich fände die Idee einfach lustig. Warum benutzt du eigentlich Iris anstatt Optifine? Weil ich da ein bisschen Performance gewinne. Also Iris ist bei weitem performanter als Optifine. Und wenn du 3 4K-Monitore anhast und in 4K spielst und in 4K aufnimmst und bla, dann ist dir jede Leistung, die du sparst, echt willkommen. Weil manchmal bläst mir die Grafikkarte hier 95 Grad ans Bein und das ist dann echt schon uncool. Ich will Schmetterlinge Minecraft. Oh ja, Schmetterlinge wären voll toll. Ich bin direkt dabei. Ich habe gesagt, ich will Ameisen oder sowas. Ich will auf jeden Fall Insekten, ganz viele Insekten. Und dann muss es unbedingt, weißt du, so 1.20 Insekten-Update und dann muss es eine Map geben mit, irgendwie The Secret Heroes of Earth und das sind dann die Insekten. Weil ohne Insekten wären wir alle nicht hier. Und ich finde, so könnte man das voll gut allen beibringen. Willst du jetzt ins End gehen, wenn du das Portal findest? Ja, ich will gucken, ob das ein stinknormales End ist oder nicht. Das würde ich gerne wissen. Ich weiß, ich bin da voll nicht prepared. Prepared, weißt du, prepared. Schusssicher, ja, kann man mitnehmen, aber. Oh, hallo! Ich brauche ja ein paar Augen, ne? Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Upsi! Ich bin ja doof, da habe ich gar nicht dran gedacht. Kann ich nicht einfach meinen Kopf da reinstecken? Der Job Imker wäre cool. Ja, würde auf jeden Fall passen zu den Bienen und so, ne? Könnte man machen. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ich bin ja doof. Warte. Ja, ein Sperma hier. Mach mal, so. Gib mir mal hier Dingens. Ich finde immer noch diesen Effekt, finde ich mir noch so cool. Wenn man bedenkt, dass die Minecraft-Welt immer so aussieht, auch hier, da, auch so, weißt du so, die sieht immer so aus. Und das hier ist das einzige Loch, wo du quasi durch alle Texturen durchguckst. Voll nice. ...1.20 ist laut dem Trailer ein ziemlich großes Aquatik-Update. Laut welchem Trailer denn? Wäre mir neu. Ach
Achso, ich kann ja einfach. Ja, okay, ich bin ja auch doof. Tatsächlich. Aber hat der Enderdrache auch Schnee auf dem Kappes? Warum düst der. Wie. Ist der schneller hier? Was geht denn mit dem Torpedo-Enderdrachen hier ab? Warum ist der so schnell? Hier immer mit eurem Cheaten. Leute, ich werde die Map heute eh nicht mehr durchspielen. Ist doch gut, ich wollte nur noch gucken, wie das End aussieht. Immer locker durch die Hose atmen. Aber der ist ganz schön schnell, ne? Kann das sein? Also ich hab's... Der ist super schnell einfach. Der ist schnell, ne? Mhm. Er ist voll übertrieben einfach. Hatte einen Kaffee zu viel, ja echt mal. Echt. Hatte einen Kaffee zu viel. Warte, wir machen so. Und hier sehen Sie ein Enderman in seiner natürlichen Umgebung. Noch fühlt er sich nicht von uns beobachtet. Das ist auch gut so, denn der Enderman. Hat sich wegteleportiert, toll. Ja, wenn der Drache tot ist, so machen? Ja, bitteschön. Yeah, voll der schwere Drache. Okay, ganz normal. Ganz normal, okay, schade. Also ich finde ehrlich gesagt, ehrlich gesagt finde ich die Map zu teuer für das, was drin ist. Also es ist zu wenig drin für 490 Coins. Weil am Ende des Tages generierst du eine Eisbiom-Map in der Java, konvertierst die in die Bedrock über. Ja, Ende. Mehr ist es wirklich nicht. Das sind zwei Kompasse, also zwei Lodestones, das war's. Das ist. Pff. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen billig. Das ist ein bisschen billig. Oder? Weil es ist wirklich so, man hat das Gefühl, man hat einfach in der Java eine Map genommen oder gebaut oder so, ne? So, also quasi, ich erstelle ein Icebike-Biom, baue das Flugzeug dahin, drei Häuschen, ja, mach zwei Lodestones, die Kompasse drauf, einmal ein Amboss dafür, ab dafür, fertig. So, weißt du? Ist schade. Hätte cool sein können, man hat aber keinen Bock mehr, glaube ich. Ein bisschen schade. Ja, überspringen. Also leider. Kann ich die Map bewerten? Warte. Ihr habt ja schon gesehen hier. Coco Island, Lacoste und Minecraft. Es gibt jetzt Lacoste x Minecraft Klamotte. Warte, kann ich die hier? Arctic. Survival. Okay. Ich finde sie nicht. Cool, ja, ein andermal vielleicht. Was habe ich denn hier? Neu veröffentlicht. Okay, Random Drop, Kroko. Ja, Random Drops halt so. Minecraft durchspielen, aber alles droppt random. Okay, was würdet ihr denn der Map von gerade geben? Also die wir jetzt hatten. Was würdet ihr der da geben? So 1 bis 5.
Coco hat eine eigene Insel? Dachte ich auch am Anfang. Aber nein, das ist von Lacoste und Minecraft. 5, 1, 2, 1 plus. Also 5 Sterne ist gut, ne? 1 Stern ist schlecht. So. 1 von 5, 3 von 5, 2 von 5. Warte, ich gehe mal wieder in den Talkscreen hier. Ich gehe mal wieder in den Talkscreen. Weißt du, ich sag von 1 bis 5, minus 100 Millionen! Hör doch einfach einmal zu. Ich würde auch sagen, 2 ist schon hart, 3, 2,5, 3 würde ich sagen. 2,5, 3. Also 1 ist dann wirklich, wenn die Map wirklich, wirklich nicht funktioniert oder so, ne? Also wenn sie dann wirklich, wirklich völlig daneben ist, so. Ist auch mal Fortnite? Nein. Hast du am 18.03. Geburtstag? Nein. Ich habe am 20.10. Geburtstag. Bist du Mathelehrer? Wäre ich geworden, hätte YouTube nicht funktioniert. Hätte YouTube nicht funktioniert, wäre ich Mathelehrer geworden. Tatsächlich. Ich habe mal Mathe studiert. Guckst du Animes? Guckst du hier? Guck mal, ist ein Kakashi. Und da ist ein Gaara. Und da ist ein Naruto. Sonst habe ich nichts Anime-mäßiges hier, fällt mir gerade auf. Spiel mal Call of Duty. Ja, ganz sicher nicht. Ego-Shooter ist nicht so deins, oder? Doch, doch, doch. Privat. Privat, mega. Aber nicht auf YouTube oder so. Also nein. Ja, was? Also nein, mit den Animes. Wie lange bleibst du mal live? Bana, von 20 bis 22 Uhr. Alles, was drüber ist, ist Luxus. Hättest du Lust, mal eine Map, die ich erstellt habe, zu testen? Vielleicht auch im Livestream oder so? Ja, gerne. Also Maps, Adventure Maps, bitte. Ne? Adventure Maps könnt ihr mir gerne schicken. Einfach den Drive-Link per E-Mail oder so. Haare schneiden wir auch mal wieder angesagt. Ja, kann bald wieder den Zopf machen, den ich letztes Jahr aus der Base gehängt hatte. Gute Nacht an alle, die schlafen müssen. Aber Lars, wenn du Mathelehrer wirst, würde ich ein Minecraft-Noob sein. Aber du wärst ein Mathe-Pro und das wäre wichtiger. Ja. Ja, ja. War dein Mathe-Lehrer, guck mal, nicht deine Lehrer, Lehrerin, sondern einfach dein Mathe-LehrerInnen reicht. Dann hast du es gegendert. Nervig oder toll? Sowohl als auch. Ich hatte in meinem Leben 4 Mathe-Lehrer. Wenn wir die Grundschule mitnehmen, 5. Einer davon war super, super nice. 2 davon waren super nice. Eine war richtig übertrieben mies. So, von daher. Welche Schulform wärst du denn geworden? Gymnasium. Wollte schon Oberstufe unterrichten und so. Machst du noch Minecraft Mystery? Warst du heute mal auf dem Kanal? Hast du nicht geguckt, was für Video heute gekommen ist? Da war Mystery-Video. Musst du gucken, machst du klicki klicki, Mystery, klicki klicki. So, jetzt habe ich genug Klischees abgearbeitet. Was macht eigentlich der Abenteuermodus? Da kannst du keine Blöcke abbauen und so. Also da durchläufst du wirklich nur Story. Könntest du auch noch ein anderes Fach außer Mathe unterrichten? Pass auf, wenn du Lehrer wirst, Lehramt studierst, ne? Das ist der Witz an der Geschichte. Wirklich. Unsere Bildung in Deutschland kannst du völlig in die Tonne treten. Das ist kein Scherz. Pass auf, wenn du Lehrer wirst, Lehramt studierst, ne? Ich zum Beispiel, ich hatte Mathematik, Informatik. So. Angefangen habe ich mit Mathematik, Physik, dann Mathematik, Informatik. Aber egal, was für ein Lehrer du an der weiterführenden Schule wirst, ne? Egal ob Realschule, Gymnasium, Berufsschullehrer, wobei die sind nochmal ein bisschen gesondert, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber Realschule, Gymnasium, von der 5. bis zur 10. Klasse unterrichtest du alles.
Guck mal, ich wäre Mathe- und Informatiklehrer gewesen. Ich hätte auch Musik machen müssen. Oder Geschichte. Erdkunde, Biologie, Sport, Chemie, Physik. Balla, balla. Wenn Lehrer fehlt, hier, mach halt. Und da sowieso in Deutschland Lehrer fehlen, mach halt. Dann ruf deinen Kollegen an und sag, er soll dir 3 Arbeitsblätter ausdrucken. Weißt du, du hast von Tuten und Piep, keine Ahnung, ja? Aber du sollst es unterrichten. Das ist völlig normal so. Gibt es einen Grund, warum du nicht beides machst oder das eine oder andere bevorzugst? Du meinst jetzt YouTube und Lehrer sein? Das ist ganz ehrlich, ich habe gar keine Zeit, Lehrer zu sein. Wärst du streng oder nett? Ich glaube, also man kann beides sein, man kann streng und nett sein, ne? Ich glaube, ich wäre für viele ein harter Lehrer. Ich glaube, meine Ansprüche wären recht hoch. Aber ich glaube, ich kann es auch sehr gut vermitteln. Deswegen würden viele wieder damit klarkommen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, viele würden es als erstmals streng oder schwierig empfinden, aber mit der Zeit merken so, yo, mit dem Dude kriegen wir das aber auch hin. Weißt du? So. In der GS unterrichtest du alles, Lasia. In der Grundschule. In der Grundschule. Das ist ja auch okay. Aber ganz ehrlich, ich habe vor, weiß ich nicht wann, mal Alkohol thematisiert in der 7. Klasse. Als wüsste ich das jetzt noch. Wie soll ich denn jemandem was beibringen, wenn ich selber nicht mal die Basics kann? Spielst du jetzt noch? Lehrer auf YouTube? War eine Überlegung. Genau, hart, aber fair. Das trifft's. Hart, aber fair. Alter, meine Frau, ne, die wäre ein harter Lehrer geworden. Wir haben im Abitur, pass auf, im Abitur, ich hätte Erdkunde mündlich, ne, Geografie, ne, als mündliche Abiturprüfung, und man spielt das vorher so einmal durch. Man macht das so einmal, so einfach während einer Unterrichtsstunde, um zu sehen, wie läuft das ab, ne, und bla bla bla. Und da sitzen ja 3 Lehrer, die dich beurteilen quasi. Und bei uns war das so, unsere Lehrerin saß da, also wir hatten eine Lehrerin, und dann saßen noch 2 Klassenkameraden da. Als allererstes, ich war der einzige Junge mit 18 Mädchen, ja, so. Und meine Frau heute, mit der war ich damals noch nicht zusammen, die war einer dieser 3 Probelehrer, ja, so. Probelehrer. Und dann haben wir das gemacht. So, der erste Probelehrer war, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wie hieß sie denn? Ich weiß nicht mehr, die hat im Laufe des Abiturs ihren Namen geändert. Die hat das echt, ich weiß nicht mehr, kann. Auf jeden Fall, erste Probelehrer so, ja Lars, ne, ich fand das gut, ich fand das gut, ich fand das nicht so gut, ich fand das nicht so gut, bla bla bla. Ich würde dir 2 geben. Okay. Die richtige Lehrerin, also die Frau Heller, hätte mir 1 minus 2 plus gegeben. Sie war sich nicht so sicher. Meine heutige Frau so, nicht gut, nicht gut, Fachtermini, 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 Syntax, dies, bla 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 bla, 3 minus. Bitte was? Weißt du, so aus den hinteren Reihen, so die anderen Mädels in der Klasse schon so, boah, lass euch die Boxen, soll ich die Boxen? So voll geil, ne? Die hätte mir einfach mal so eine 3 minus gegeben als Abiturnote, wo die Fachlehrerin sagt so, ja, 1 minus 2 plus, so. Alter, meine Frau ist übelst streng. Ja, ich glaube, das reicht für heute, ja. Bin 3. Platz im Biber-Wettbewerb, der bundesweit ist geworden. Ich müsste jetzt nochmal gucken, was es war. Es sagt mir was, aber ich weiß es gar nicht.
Mach einen Drittkanal, wo du Mathematik-Sachen reinknallst. Würde ich mir definitiv anschauen. Aber dafür gibt es ja schon diverse Lehrer, die das machen. Und die machen das gut. Die machen das wirklich gut. Es wäre bei mir halt noch ganz lustig so. Weißt du, es wäre bei mir noch ganz lustig. Aber ansonsten... Ja, so... würde ich nicht machen. Ey, ich komme gerade überall zu spät. Tja. Der frühe Vogel fängt einen Wurm. Und der Wurm, der gar nicht aufsteht, sagt, du kannst mich mal, Vogel. Nee, machen wir für heute Schluss. Komm, wir machen heute die Map. Ich will jetzt nicht noch eine neue Map anfangen, wo wir gar nicht vorwärts kommen, weil wir nicht nur noch ein halbes Stündchen machen oder so. Ich will auch nicht Mystery machen. Ich will, also weißt du, ich würde... Wir können es so machen. Wir können es so machen. Für nächste Woche plane ich 2 Maps ein. Dann machen wir ein bisschen länger. Ist das ein Deal? Ist ein Deal, oder? Für nächste Woche plane ich 2 Maps ein. Und wir gehen die auch durch, auch wenn die schlecht sind. Sollen wir das so machen? Das ist ein Deal. Komm, das ist ein Deal. So. Schlaft schön. Nächste Woche 2 Maps. Und dann machen wir ein bisschen länger nächste Woche. Da machen wir dann 2 Maps. Eigentlich sollte, laut Kanaloptimierung sollte ich maximal 90 Minuten streamen. Maximal. Ja, also bitte. Deal geht raus an euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann machen wir 2 Maps, auch wenn jede Map 2 Stunden dauert oder so. Na, okay? Ich sag vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und ja, wie immer, danke fürs Einschalten. Ohne euch wäre ich nicht hier. Ciao.